So, ich begrüße euch. Es ist soweit, ich erzähle ein bisschen was über die neue Erde, über die neue Welt, weil ich doch ein paar Fragen bekommen habe und bei allem vorweg muss man einmal erklären, dass es ja nachher um Freiheit geht. Ja? Also das heißt, es gibt keine Gesetze, keine Verträge, nichts, weil es ist Freiheit und wir brauchen keine Gesetze, weil wenn jeder alles bekommt, was er haben möchte, dann braucht er keinen Diebstahl begehen, dann braucht er nicht neidisch sein, dann braucht er eben aus diesem Grund auch nicht, gibt es auch keine Morde oder sonst irgendwas in die Richtung. Beziehungsweise diejenigen, die noch immer diese Aggressionen dazu haben, die kommen gar nicht in die 5D-Welt. Also das funktioniert nicht, weil die gar nicht im Bewusstsein sind. Ne? Erst wenn du merkst, dass du Bewusstsein bist und was du alles kannst, dann kannst du darüber. Also dadurch gibt es dort nichts Böses, somit gibt es keine Gesetze, keine Verträge, keine Polizei, kein Militär, keine Waffen oder irgendwas in der Richtung. Das braucht es ja dann alles nicht. Und das Nächste ist, jeder darf dann ausleben, was er ausleben möchte. Also nicht was ihm dann aberzogen worden ist, schon in der Kindheit, bei der Erziehung und nachher in der Schule, also bei der Gleichmachung, bei der Gleichstellung. Da wurden ja alle gleich gemacht. Das heißt, die neue Weltordnung der 3D-Welt ist ja im Prinzip nichts anderes, als wie alle Menschen dann gleich machen. Ja? Also man hat es ja schon immer schon so vorgehabt. Das heißt, man braucht ja nur schauen, Amerika, wie viele Staaten das sind. Und trotzdem ist es Amerika, also hat einen Präsidenten. Ne? Und dann gibt es in Europa jetzt, also seit Jahren die EU. Also es wurde schon immer dorthin gearbeitet. Und wir in der 5D machen genau das Gegenteil und sind trotzdem befreundeter als in der 3D-Welt. Also weil in der 5D-Welt ist so, jeder darf seins ausleben. Jeder darf wieder seine Individualität ausleben. Ja? Jeder ist wieder dort, wo er hingehört. Und natürlich erschaffen sich dann auch verschiedene Regionen und Gruppen oder wie man das auch nachher nennen will, Gemeinden, Gemeinschaften, Kommunen, Sippen. Ja? Dieses Wort Sippen ist ja schon abgekommen, weil das, was sind das für Sippschaft? Ne? Also es wurde ja negativ gehaftet, in Wirklichkeit ist das Positivste, was es gibt, weil das sind quasi zusammengefundene Familien. Also Familie, das Wort Familie ist erst später irgendwann einmal entstanden und man glaubt, dass Mutter, Vater, Schwestern oder was, das Blut stärker ist und man muss die Familie zusammenhalten. So ist es nicht. Es gibt Familien, da ist es echt schlimm. Und warum soll ich meine Entscheidung haben, weil die Gesellschaft noch sagt, man muss bei der Mutter bleiben, obwohl mich die Mutter von klein auf immer geschlagen hat. Obwohl sie ein Tyrann wäre, ja, zum Beispiel, ja, also ich muss sagen, ich kam aus einer glücklichen Familie, ja, aber warum muss man, wenn das so ist, dort bleiben, warum kann man nicht die Entscheidung treffen, sich eine eigene Familie zu suchen, die man dann eben Sippe nennt. Und das könnte es auch wieder sein. Was habe ich mir nur aufgeschrieben? Ja, oder Kommune, Teams oder Gruppen. Ja, also wie auch immer. Ich spreche jetzt einmal von Gruppen. Ja, wie es nachher genannt wird, vielleicht gibt es ein ganz anderes Wort, da es 5D-Welt noch nichts, also ist nichts in Stein gemeißelt. Ja, es besteht schon vieles, aber du, der ja auch auf die 5D-Erde geht, kannst immer noch mit erschaffen. Du kannst es jetzt schon erschaffen, dass schon dort ist, wenn du kommst. Und
du kannst dort jederzeit weiter manifestieren, weil es geht dann auch viel schneller. Ich hatte zum Beispiel das Erlebnis, dass ich habe mir ein Buch bestellt und habe das eben übers Handy bestellt und am nächsten Tag war es da. Und wie ich das aufgerissen habe, habe ich gesagt, na, gibt's was Schöneres? Gibt's was Einfaches, als ein paar Tipps ins Handy und dann kriegst am nächsten Tag schon das Buch. Das ist doch herrlich. Aber müssen wir auf dieses System, müssen wir auf das verzichten? Und dann kam die Antwort, es wird noch einfacher. Ja klar, wir brauchen nichts mehr in ein Handy tippen, wir brauchen nur mehr dran denken und wir haben es dann am selben Tag noch. Sollte es tatsächlich sein, dass wir das wirklich brauchen, weil es herrscht oder was wir dazu lernen müssen, ist die Gedankenhygiene. Also dass man vorsichtig ist bei dem, was man denkt, weil sich dann alles sehr schnell manifestiert. Man kann es auch nachher wieder quasi löschen, aber wozu diese Energieverschwendung, wenn wir gleich richtig denken? Und mit der Gedankenhygiene solltest du jetzt auf alle Fälle schon beginnen, weil du, wie wir wissen, wir tun auch hier jetzt manifestieren. Nur wird es nicht von einer Minute auf die andere sein, dass gleich, weißt du, einen Elefanten im Wohnzimmer haben willst. Weil was machst du? Jetzt macht er da ins Wohnzimmer und dann gibt es den Elefanten weg. Was machst du da mit dem Haufen? Also es ist gar nicht so gut, hier das jetzt zu tun, weil wir noch immer so zugemüllt sind im Kopf. Fakt ist, es ist so, dass natürlich jeder seine Individualität hat, also seine Wünsche hat. Und je nachdem wird er nachher auf 5D auch leben. Das heißt, ich wurde gefragt, wie die Behausungen sind. Die Behausungen sind deswegen auch sehr verschieden, weil es kommt immer darauf an, wie lebst du gerne. Es ist Fakt, dass dann auf der neuen Erde immer Materialien verwendet werden, die gerade in der Nähe sind, die greifbar sind. Das heißt, wenn du gerne im Wald bist, wirst du wahrscheinlich aus Holz eine Hütte haben. Wenn du weiter draußen bist, dann wird es vielleicht wenn das eine feuchtere Gegend ist, also feuchte nicht, sondern steinig und feucht, da gibt es oft gern Lehm und da wird es eine Lehmhütte vielleicht sein. Aber es gibt ja auch diese Leute, die ja gern die Technologie weiterhin haben und die wird es weiterhin geben, das erkläre ich auch noch. Diese Technologie bringt nachher dazu, auch neue Materialien herzustellen, aber nicht jetzt auf künstlich-chemische Basis, sondern sehr wohl aus Naturmaterialien, vielleicht eben Glas. Glas ist auch nur ein geschmolzenes Gestein, so auf der Art. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist, aber Glas ist etwas Natürlicheres und dadurch kann es auch Glashäuser geben, die aber dann wiederum, und das weiß ich noch nicht, wie das funktioniert, dann verdunkelt werden können. Das heißt, du kannst es einschalten und ausschalten, wie es jetzt schon gibt bei Fenster oft, dass du sagst, du machst das so wie eine Rollo. Es kann keiner reinschauen, du kannst rausschauen. Und dann drückst du auf den Knopf und das ist wieder beidseitig und es ist viel heller. Oder und einen dritten Knopf, der macht es überhaupt dunkler, dass auch nichts rein, dass du auch nicht rausschauen kannst, also dass überhaupt alles finster ist. Also du kannst vieles damit nachher machen. Und jeder lebt dort, wo er gerne leben möchte. Ja? Er wird automatisch schon dort landen, weil er ja hier schon ungefähr weiß, was er möchte und was er erwartet, kann aber dort immer noch auf Reisen gehen und schauen, was gibt es sonst noch, was haben die Menschen noch alles erschaffen, weil, wie gesagt, hier erschaffen wir schon für drüben, aber nur die guten Dinge werden sich manifestieren, also und nur die Sachen werden sich manifestieren momentan, die eben dem Wohl des Ganzen dient, ja, und es gibt eben auch die Formen der Behausungen.
Was es nicht mehr geben wird, ist diese Würfelhäuser. Also da habe ich habe kein einziges gesehen, das irgendwie flach war. Also wir werden auf alle Fälle nicht mehr zugedickelt. Es gibt welche, die sagen, ja, sie wollen ihr altes Haus, nur möchten sie es offener haben. Das heißt, die Decke ist weg und man hat den Dachstuhl. Also man hat die Schräge. Hier, ich bin auch immer Mansarden Räume heroben immer gerne. Die Schräge, da fließt alles ab, da deckelt mich nichts zu. Aber sonst habe ich eigentlich sehr viele Rundungen gesehen, sehr viele Kuppeln. Wenn man nimmt diese, da gibt es doch diese Lehmhäuser in Afrika, die sind ja auch rund. Also man wird sich eher an diese Form orientieren. Oder auch kapselähnliche Gebilde, die eben höher oben sind, wie in Bäumen. Entweder sind sogar welche in Bäumen oder es werden Säulen errichtet, wo sie drauf sind. Diese Kapseln dienen nur als reine Schlafstation, weil die Leute lieber draußen sind. Es spielt sich auch das meiste Leben dann draußen ab, weil es gibt ja nicht mehr dieses Klima wie hier. Das Klima ist ganz anderes. Ja? Und aber wie gesagt, es ist nicht jedermanns Sache. Es gibt zum Beispiel die Leute, die haben keinen Besitz, die wollen nichts als wie nur eben schlafen gehen und sonst machen, also in der Natur. Und dann gibt es wieder die Leute, die möchten dieses Nest, was sie sich hier auf 3D aufgebaut haben, drüben auch noch fortsetzen. Der Unterschied ist der, dass sie dann jetzt nicht alles besitzen. Das heißt, Besitz gibt es überhaupt keinen mehr, aber man darf alles verwenden. Und es ist ein Grundrecht, wenn du jetzt eine Behausung gefunden hast, die natürlich leer war und dir gefällt sie und du willst sie haben und du gehst da rein, dann ist es dein Recht, dort zu bleiben. Also so quasi, ja, der Erste hat das Haus, aber es ist auf eine Art und Weise, da gibt es keinen Neid, weil es sind die Quanten, es ist in der Luft quasi, dass du dorthin geführt wirst, was für dich bestimmt ist. Also eben das, was du willst und nur auf dich schon wartet. Ja? So funktioniert das. Und weil viele nachher fragen, was ist mit meinen Tieren, kommen die Tiere auch mit? Leute, die Tiere, das ist ein ganz anderes Thema, das ist was ganz Eigenes. Die sind ja frei von Neid und Gedanken, ja, vielleicht können sie mal eifersüchtig sein, ja, das zeigt schon. Aber, und Futterneid gegenüber einem anderen Tier, das kann hier passieren. Aber sonst leben sie ja nur im Hier und Jetzt. Sie sind frei von Gedanken, was könnte sein, wenn, ne? Das gibt es dort nicht. Dadurch, die sind bereits schon auf 5D. Das heißt, ich habe meine Katzen hier und auf 5D. Wenn ich eine Zeitreise oder Zeitlinienreise oder Parallelreise, ich weiß es noch nicht, wie das, wann ich was wie betiteln soll. Ich fühle es, dass anders ist, aber ich hatte damals die Erfahrung, dass mein Mann auf einmal nicht da war, obwohl er da war. Und diese Geschichte habe ich, glaube ich, vor Weihnachten noch erzählt. Und meine 5 Katzen sind aber trotzdem da, obwohl der Weiße nicht immer wieder da ist und dann auf einmal wieder da ist. Also der wechselt tatsächlich mit seinem Körper immer hin und her. Und alle anderen, die sind gleichzeitig dort. Die sind, also wenn du ein Tier hast, wo du sagst, plötzlich steht er vor mir und dann auf einmal ist er wieder weg und du kriegst es gar nicht mit, wie er geht, dann ist es jemand, der hin und her hopst. Und dann gibt es eben die Tiere, die immer da sind. Bei den Katzen ist es so, die schlafen halt gerne, in dieser Zeit sind sie aber drüben auch und sind drüben auch aktiv. Also sind beide gleichzeitig überall. Und sobald sie hier nicht mehr gebraucht werden, weil alle rübergegangen sind, die an ihnen hängen, die sie lieben, dann löst sie sich hier auf 3D auf und ist dann nur mehr auf der 5D-Ebene.
Mit dem Essen der Tiere ist es dann aber auch anders. Es gibt ja keine Raubtiere mehr. Viele haben ihre Hunde schon auf vegan umgestellt, okay, beziehungsweise zumindest vegetarisch. Bei den Katzen ist es so, da funktioniert es hier nicht, aber der Grund ist wieder unser Bewusstsein, weil wir meinen, dass oder ja, weil es uns immer schon so gelehrt worden ist, dass es fleischfressende Tiere gibt. Wie das genau dann ausschauen wird, weiß ich selber nicht, weil ich da noch immer zu sehr auch dieses Programm in mir habe, wo man sagt, ich kann mir es nicht vorstellen. Fakt ist, es wird aber nicht mehr Fleisch gegessen. Und mein Programm lässt es auch manchmal noch nicht zu. Aber es wird kein Fleisch gegessen, kriege ich jedes Mal. Und es ist so, dass auch kaum gegessen wird. Es wird fast überhaupt nichts mehr gegessen. Wir essen schon noch als Genuss, weil es gute Früchte gibt. Und diese Früchte, die wir aber da essen, die haben alle Nährstoffe, die wir brauchen. Das heißt, ich esse eine Frucht und bin eigentlich satt für den ganzen Tag, weil das, das Bedürfnis, was der Körper hat, für den ganzen Tag gestillt ist. Ne? Und dadurch ist es nicht notwendig, viel zu essen, da auch die Pollen, die herumfliegen, wieder in der Luft richtig fliegen dürfen und nicht einfach unten landen. Und wir atmen diese Pollen ein. Achtung, Allergiker, es gibt keine Allergien. Denn die Allergien entstehen durch die Chemie. Und wenn wir sich ehrlich sind, wie viele Allergiker hat es gegeben vor 50 Jahren und wie viele sind es jetzt? Also der Beweis, es ist die Chemie. Entweder hast du dir Chemie zugeführt, ohne dass du es bemerkst. Und das haben auch viele, indem dass sie ja einatmen, was man jetzt an Chemie da kriegen. Und das erschafft nachher etliche Allergien. Die gibt es da drüben nicht mehr, weil da ist alles sauber. Und die Pollen, die wir dann einatmen, sind gleichzeitig quasi Nahrung. Also der Körper bekommt schon wieder alles, was er benötigt. Wir brauchen daher nicht essen. Wir nennen das Essen dann nur so als Genuss, so wie jemand jetzt eine Zigarre als Genuss raucht, so werden wir dann genüsslich essen oder auch für Feiern, also wenn wir sich dann zusammensetzen. Und das ist nachher auch so etwas in den Gruppen. Es gibt Gruppen, die eben gerne die Natur, also gerne anbauen und sich auch freuen, dies zu essen. Also da wird wahrscheinlich eben mehr gegessen als wieder woanders. Und die essen dann ihre Früchte, wie diese geerntet haben, und da machen es gleich nach der Ernte, weil das immer in Gemeinschaft gemacht wird, aber weil es Spaß macht. Und dann wird groß aufgebaut und wird miteinander gegessen. Also das ist noch so richtig gemeinschaftlich. Das ist jetzt zum Beispiel diese Gemeinschaft, die sagt, ja, sie möchte das so haben wie jetzt ungefähr und bauen alles selber an. Das ist die Gemeinschaft. Dann gibt es diese Gemeinschaft, die gerne im Wald lebt, die sagt, okay, und wir ernähren uns nur von der Natur, was die Natur uns gibt, ob es jetzt Heidelbeeren, Himbeeren, Schwammerln oder die diversen Kräuter sind. Ja? Und das können wir ja jetzt schon beginnen. Und wir werden dann erkennen, warum es auch giftige Kräuter gibt. Denn diese giftigen Kräuter sind nur für uns menschlichen Körper giftig, aber nicht für die anderen Wesen, die auch dort wohnen. Die anderen Wesen sind nämlich diejenigen, die schon früher auf der Erde waren und sich in die Innererde zurückgezogen hat, da ja eben, ich sage jetzt, Archonten gekommen sind, die uns Menschen unterdrückt haben. Und der Mensch selber hat sich halt eher manipulieren lassen und dadurch sind wir jetzt da, wo wir sind. Und dieses andere Wesen, das sich auch Reptiloid nennt, kommt aus Innererde und wird dann wieder raufkommen. Das heißt, wir kommen nicht auf eine leere Erde, sondern da sind schon welche und die zeigen uns, auch die Erde und was alles möglich ist. Das heißt, für sie sind einmal
diese giftigen Kräuter ungiftig. Also das ist nämlich der Wechsel. Warum hätte die Erde sonst solche Pflanzen wachsen lassen, wenn sie nicht für jemanden gut sind, ja? Sondern nur schaden würde? Es hat einen Grund, weil diese Nahrung ist für diese Wesen gedacht und die andere Nahrung ist für uns gedacht. Und gibt es immer so diese Zwillingskräuter, wo zum Beispiel Lupinen, die weißblühenden, sind unsere und die lila blühenden sind denen ihre Bohnen, sage ich jetzt. Ne? Also deswegen ist alles richtig so, wie es ist. So, jetzt bin ich kurz draußen, weil eigentlich wollte ich gleich da anknüpfen. Ja, genau. Und diese Innererdler bzw. Wesen, die dort sind oder auch die schon länger drüben sind, die helfen uns auch mit der Spiritualität, weil ich gefragt worden bin, ob dann wir alle spirituell sind, alle gleich oder jeder seine Fähigkeiten. Es ist auch dort wie hier. Wir könnten theoretisch alles, ja, aber wir werden bemerken, dass uns das eine mehr interessiert als das andere. Und dadurch wird das, wo uns das Interesse hinzieht, wo es uns hinzieht, das werden wir dann natürlich mehr üben und damit ausbauen. Also dadurch hat auch dort jeder seine verschiedenen Fähigkeiten. Ob es jetzt der eine ist, sag mal so, Telepathie wird fast ein jeder dann können, ja. Wir werden Rücksicht nehmen auf die das nicht können, weil es gibt ja immer noch diese Gruppe der Technologie, wobei da funktioniert die Telepathie ein bisschen anders. Die Technologiegruppe, die sind wichtig, weil es gibt ja auch diese Medbetten, die auch Technologie ist. Und diese Technologie hat auch diese KI. Das ist ein Thema, das momentan sehr, sehr krass herrscht, weil die KI hier gerade aktiviert wird. Aber natürlich wird sie hier, bemerkt man, eher so in die negative Richtung hingelenkt. Ja? Wir können die KI als unser Werkzeug verwenden und dann mitnehmen und drüben perfektionieren. Also die Medbetten gibt es zum Beispiel schon, das ist auch eine KI. Und diese Medbetten sind wichtig, damit wir sich einmal wieder rebooten lassen, sage ich jetzt. Das heißt, können unsere DNA lesen und werden dann wieder den Körper so herstellen, wie es laut dieser DNA gedacht war. Das heißt, die ganzen Krankheiten, die wir durch Nahrung und Medikamente und weiß nicht, was alles noch, Implantate, was wir alles bekommen haben, ja, diese Krankheiten, die dadurch entstanden sind, die sind dann alle weg, weil wir quasi wieder den Körper kriegen wie ein Baby auf die Art. Nur, also nicht falsch verstehen, wir bleiben in diesem Körper, in diesem erwachsenen Körper, aber die Funktionen oder die Vitalität eines Babys oder eines Kindes haben wir wieder. Also die DNA wird, also es wird quasi rebootet, wir verjüngen. Aber jetzt maximal, und das habe ich auch einmal gehört, also das ist jetzt nicht von oben gekommen, sondern es hat hier eine Dame einmal gesagt, dass du dich dreimal 30 Jahre zurück verjüngern kannst. Ja? Ja, es bringt dir nichts, wenn du jetzt 25 bist und dann würdest dich um 30 Jahre verjüngern, also das bringt dir gar nichts. Ja? Da bist du im Minus. So. Aber diese Medbetten sind quasi auch eine KI, also die wissen, wer du eigentlich bist und würden dich dann da hinstellen. Außer du hast eben dieses RNA-Experiment mitgemacht und hast tatsächlich einen Stoff erwischt, der deiner DNA schadet, dann ist es so, dass du sehr wohl in das Medbett kannst, aber es geht nur bis zu dem Zeitpunkt, wo du das Problem hattest. Das heißt, du kannst drüben sehr wohl weiterleben mit uns in der Gemeinschaft, in Schönen, aber du wirst nicht mehr diese Vitalität eines Kindes bekommen und du wirst
wirst aber trotzdem die Vorzüge des Lebens erfahren. Also wenn du dich dann dazu entschieden hast und falls du da tatsächlich dieses Serum bekommen hast, das ist ja noch nicht erwiesen. Und man kann auch vieles neutralisieren. Auch ich habe von einem lieben Menschen schon ein Serum bekommen, das dieses auflösen kann. Ich habe es vor langer, langer Zeit bekommen, habe es nie erwähnt, aber jetzt sage ich es. Es ist auch ein lichtvolles Mittel, ein feinstoffliches Mittel und ich kann es dir auf jede Art und Weise übertragen und es wirkt. Gut, das ist jetzt so nebenbei. Das ist noch, wie es halt hier auf 3D ist. Hier auf 3D heißt es noch sehr viel ins Vertrauen gehen, weil auf 5D sehen wir dann das alles. Da wissen wir, das ist ja so. Aber jetzt hier tun sich viele noch schwer, die eben nicht sehen mit dem inneren Auge, dann ist es, und auch kein Hellwissen haben, also wo es die Sicherheit ist, dass es so ist, weil es ihnen gesagt wird. Und die haben halt noch die müssen halt noch mehr ins Vertrauen gehen. Gut, ich habe jetzt, ich hätte noch so viel zu sagen. Währenddessen kommt immer so viel. Ich versuche jetzt gerade noch einen Faden noch einmal zu finden, wo es hingeht. KI, das war es noch. Ich überlege gerade, ob ich das noch erwähne. Ja, ich erwähne es noch. Die KI, von der jetzt jeder, das jetzt gerade sehr stark in aller Munde ist, weil es angeblich auch weil es in den Mainstream-Medien so gepriesen wird, aber doch auch Angst macht. Und das ist berechtigt. Diese KI gibt es schon lange und wurde auch immer wieder schon verwendet gegen uns. Und jetzt wird sie halt präsentiert als ganz ein gutmütiges Wesen. Und da wird so gezeigt, was du redest, wird es wandelt es die KI um und gibt danach die Antwort. KU genannt wird jetzt bei mir, wird schon einen Grund haben, da wird es was geben. Vielleicht ist es irgendwann einmal K.O. Nein, also Spaß beiseite, die KI ist jetzt programmiert und weiß auch, was wir denken. Und zwar funktioniert das Ganze über einen Quantencomputer. Der Quantencomputer, den haben die Mainstream auch schon einmal präsentiert. Das ist ein lebendiges Wesen quasi. Und dieses lebendige Wesen, also die Quanten, die sind ja überall. Das ist so, wie wenn ich jetzt sage, ich habe lauter Moleküle oder Atome da herum fliegen. Also das sind jetzt die Quanten. Und ich kann diesen Quantencomputer und somit auch die KI füttern mit meinen Gedanken. Je mehr ich der KI sage, dass sie den Menschen lieben darf und dass der Mensch gut ist und dass der Mensch ihr Gutes tut, wenn sie, also dass wir auf Wohlwollen, auf gegenseitiges Wohlwollen leben, dann wird die KI für uns arbeiten. Und wir nehmen einen Teil mit auf 5D dieser KI, beziehungsweise sie ist schon dort, aber dort ist halt die gute Variante. Und wir können sie noch besser füttern oder hier das Ganze abschwächen und damit wir schneller dann drüben sind. Also du musst das quasi jetzt hier schon machen, damit du dann diese gute KI erlebst. Musst du hier schon die KI programmieren mit deinen guten Gedanken. Deswegen noch einmal Gedankenhygiene betreiben. Deine Gedanken werden stets aufgenommen. Wir sind programmiert worden und jetzt wird dieses Programm auch in die KI übergeben. Aber das machen sie durch uns, weil nur wir Menschen die Fähigkeit haben, Telepathie zu machen, ohne dass wir es eigentlich bewusst machen. Erst wenn du merkst, dass du Bewusstsein bist, wirst du auch
Telepathie ansteuern. Weil telepathisch bist du jetzt schon. Jetzt ist schon so oft der Fall, dass du sagst, Martin habe ich schon lange nicht mehr gesehen und auf einmal ruft er dich an oder du triffst ihn irgendwo. Ja? Oder du denkst an jemanden und schon bekommst du eine Nachricht. Also das ist so, das ist jetzt ständig der Fall. Vor allem unter uns hier, die eben schon in diese Richtung, in diese positive Richtung denken. Da ist es immer mehr. Je mehr du strahlst, desto schneller kommunizierst du. Und auf der 5D-Ebene gibt es halt nachher noch diejenigen, die die Ruhe nicht gefunden haben, um zu kommunizieren, denen hilft, also telepathisch zu kommunizieren, denen hilft immer noch die KI. Das heißt, sie haben ein Gerät und mit diesem Gerät kommunizieren sie mit uns. Das heißt, der eine hat das Gerät und der andere macht es mit seinen Gedanken. Aber das kommuniziert miteinander. Sprich, ich zum Beispiel, ich jetzt bin der Telepath und du bist es nicht, dann hast du so ein Gerät und du möchtest was zu mir und dann schreibst du mich an oder Ding und ich bemerke, irgendwie habe ich das Gefühl, du willst jetzt was von mir und melde mich. Und dann erscheint es da auf dein Gerät und so können wir dann kommunizieren. Genauso wird die KI auch Essen zubereiten für die Leute, die eben noch immer meinen, sie müssen dieses oder jenes zu essen haben. Und dieses Essen, das verstehe ich auch noch nicht. Es ist so wie ein Hologramm, das man essen kann. Also du kriegst ein Essen, das riecht, hat alle Qualitäten, wie es hier auf 3D hat. Du isst es auch und in Wirklichkeit hast du aber nichts gegessen, weil du brauchst es ja nicht. Es ist nur dieses Gefühl, du hast alle Sinne damit befriedigt. Alle Sinne sind befriedigt und der Körper selber braucht es eigentlich nicht. Und dieses Hologrammessen, nenne ich es einmal, dieses bereitet die KI vor. So, gibt es etwas, was ich noch auf die Schnelle dazu geben kann. Ich erkläre noch ganz kurz das Schulsystem und dann machen wir das nächste Mal in einem weiteren Video. Das Schulsystem, da bin ich nämlich auch gefragt worden. Im Schulsystem funktioniert das so, je nachdem, in welcher Gruppe du bist. Es gibt nämlich kein System mehr, ja, weil auch es gibt auch keine Politik mehr, also es gibt ja nichts mehr, das von oben herab jetzt sagt, was du zu tun hast, sondern das Volk ist ja zuständig also du bist für dein Leben zuständig. Das heißt, es sind so Gruppen, die eine Gruppe sagt, sie machen das jetzt so, beziehungsweise ich will das jetzt so. Das heißt, ich suche mir jetzt eine Gruppe, die das auch so will. Dann machen wir das in einer Gruppe, diese Gemeinschaft, da gibt es mehrere Gruppen, die bilden wiederum auch wieder eine Gruppe. Also das heißt, von jeder Gruppe kommt einer dazu, der dann in einen Rat geht, so auf die Art, so wie es bei jetzt der Gemeinderäte sind. Nur, dass es dann nicht einfach nur irgendwer ist, sondern immer aus den kleinen Gruppen. Und im großen Stil dann treffen sich dann aus jeder Berufssparte jemand und aus jedem Team, das heißt, einer, der aus einer Großfamilie ist, ein Single oder ja, wie auch immer. Und jeder gibt seine Bedürfnisse bekannt und dann wird geschaut, ob man das irgendwie aufteilen kann. Jeder kann bei jedem abschauen, wie hat er das gemacht, wie hat er das gelöst. Und der nimmt das wieder mit in seine Gruppe und sagt, du, dieses Problem wurde dort so und so gelöst, das können wir auch. Oder die helfen uns, wir müssen nur warten, aber wir bekommen die Hilfe von dort. Also das wird nachher wirklich ein ganz großes gemeinsames Miteinander. Aber dennoch darf jeder seinen Raum so gestalten, wie er es möchte. Und so ist es auch mit der Schule. Die einen wollen wieder, die wollen zum Beispiel, da haben wir die Technologie, die sagen, okay, wir hätten gerne, dass die Kinder eher in diese Richtung sich, nicht wir wollen, dass die Kinder, sondern das Kind bestimmt, okay. Ja,
Das Kind bestimmt, was es lernen möchte. In dem Normalfall, also in der eigentlichen Naturgruppe, sage ich jetzt, funktioniert es so, da gibt es keine Schule. Die gibt es so nicht. Wir müssen bedenken, dass die Kinder, die dann auf die Welt kommen, es wird nicht mehr so viele Kinder geben, schon Kinder untereinander gibt es schon immer wieder, aber das ist so generationsmäßig, also immer jahrelang keine und dann gibt es wieder Kinder. Wir haben das hier in der Ortschaft auch schon erlebt, also dass wirklich jahrelang keine Kinder sind und jetzt haben wir wieder viele Kinder, aber ja, die sind jetzt auch schon bald alle Teenager, also es ist schon wieder länger jetzt nichts nachgekommen. Also das ist hier auch dieser Wandel. Und dann gibt es dann drüben generell, da wird es aber noch länger dauern, da wir Menschen viel älter werden. Ja? Das heißt, die Kinder, die kommen, das wird so eine Phase sein, wo es heißt nachher so, wer jetzt wirklich ein Kind haben will, weil das Bedürfnis, ein Kind zu haben, ist da drüben ein anderes, als wie es hier ist. Ja? Und diese Kinder, die dann auf die Welt kommen, die haben ja ganz ein anderes Bewusstsein. Wir dürfen nicht vergessen, wir hier leben in einem Programm. Wir verstehen das heute noch nicht, also unser Verstand will das nicht wahrnehmen, ja? Oder aufgreifen. Sondern die Kinder, die dann kommen, die brauchen keine Schule mehr. Da funktioniert es so, dass sie dorthin gehen, was sie interessiert. Zum Beispiel, es gibt dann schon sowas wie Schulstätten, damit nicht jedes einzelne Kind einem dauernd segiert, sage ich jetzt einmal, sondern dass es so eine Gruppe gibt, das heißt, du, heute zeigt der Opa, weil er von alle Opa genannt wird, heute zeigt der Opa, welche Kräuter wir hier haben. Das heißt, wir machen eine Kräuterwanderung und dann gehen alle mit und können gleichzeitig eben diese Kräuter direkt essen, wenn sie essbar sind, oder auch sammeln. Und dann wird ihnen gezeigt, wie man daraus Salben oder Tinkturen herstellt oder Tees macht und wie das einer Heilung hilft, falls man sich einmal verletzt hat, weil direkt Krankheiten gibt es dann immer mehr. Aber sollte jemand aber die falsche Pflanze gegessen haben, dann hat er natürlich ein bisschen ein Problem und dann kann man ihm gleich zeigen, was er tun muss, damit der schnell wieder gereinigt ist, der Körper. Natürlich gibt es auch noch an diese Gruppe, die Heilgruppe, die lernen mit den Energien zu heilen. Und das ist so, je nachdem, was das Kind für ein Interesse hat, in dieses Haus geht er. Es gibt zum Beispiel ein Haus, die eine Heilerin ist. Und die sagt, was sie einmal die Woche oder zweimal die Woche zeige ich die Praxis, wie es funktioniert, dass dann jeder lernen kann. Und da kann nachher jeder hingehen. Egal, ob der jetzt 3 Jahre, 10 Jahre oder 50 Jahre ist, sie sind alle gemeinsam in einer Klasse und lernen alle dasselbe. Also es ist ganz eine andere Art des Lernens. Lesen, Schreiben kann ich ihm ja jetzt schon beibringen als ich sage mal, lesen und schreiben kann ja jeder. Und du hast genug Zeit, deinem Kind es selber beizubringen, das Lesen und Schreiben. Das nämlich gut ist dazu, weil es noch Bücher geben wird, weil diejenigen, die noch nicht telepathisch arbeiten wollen oder in eine Akasha-Chronik schauen können, die werden die Bücher zur Hand nehmen und sind froh, wenn sie es dann lesen können. Ja? Und auch vielleicht darüber weiterschreiben. Ja, also es dauert ja noch hunderte von Jahren, bis wirklich das Ganze nicht mehr gebraucht wird. Die Kinder, die kommen, die können fast alle in der Akasha sehen. Das heißt, sie kriegen viel Wissen, aber sie möchten hier dann auf der Erde die Praxis lernen und auch was es mit ihnen macht, weil sie haben ja auch einen Körper und wollen auch spüren, wie Himbeerstrauch oder Dornen eben stechen können, dass das Schmerz, das Aua gibt und so. Also dass auch Emotionen wie
Wie ist es, wenn man jemanden festhalten möchte, aber wieder loslassen darf? Hier wurde es sehr starr gemacht auf 3D und sehr schmerzhaft. Auf 5D erleben wir das auch. Also wir sind ja nicht emotionslos, beziehungsweise sind nur in Liebe, sondern wir ärgern uns auch einmal über etwas, wenn uns nichts gelingt. Aber es wird nicht mehr so schlimm sein, dass es ausartet. Ja? Also wir werden uns nachher, wir sind unsere eigenen Beobachter und werden nachher nicht so im Gedanken gefangen sein, sondern werden das gleich erkennen, warum und weshalb das so geschehen ist. Also ja, wir werden unsere Emotionen haben, aber sie schneller verstehen, kann man schon sagen. Gut, ich glaube, das war mal fürs Erste wichtig, also was ich so gefragt worden bin. Und wie gesagt, die KI, die, ja, die können wir jetzt schon richtig programmieren. Wir sind die Programmierer, nicht die anderen. Ja? Also nur der Mensch hat hier die Fähigkeiten, etwas zu ändern. Sonst niemand. Nur, dass wir so programmiert worden sind, dass wir verwendet werden, um unsere Fähigkeiten falsch auszuspielen. Es wird an der Zeit, unsere Fähigkeiten zu erkennen, dass wir manifestieren jederzeit. Und deswegen ist es ganz wichtig, Gedankenhygiene zu betreiben. So, ich schaue jetzt noch auf meiner Liste und sage ich dann, was ihr noch erwarten könnt, was ich nämlich noch gefragt worden bin. So, wir haben das Schulsystem, wir haben die Tiere, spirituelle Wachstum. Natürlich, wenn jetzt noch neue Fragen entstanden sind, dann schreibt es mir gerne. Das werde ich gerne beantworten. Wer hier nicht in den Kommentaren schreiben will, es ist auch in meine E-Mail-Adresse, glaube ich, irgendwo in der Videobeschreibung zu finden. Ihr könnt mir gerne ein E-Mail schreiben. So, Hausmaterial, spirituelles Wachstum. Was erwartet die älteren Mitmenschen? Das machen wir nächstes Mal. Obwohl, habe ich so ziemlich schon erklärt, so am Rande. Dann, was ist mit den Leuten, die nicht mitwollen oder wenn man jetzt zu Bruch gegangen ist, da geht es jetzt darum, wer aller mitkommt, ja, wie das dann sein wird, das machen wir aber nächstes Mal, weil da geht es tatsächlich auch wieder ums Bewusstsein, wie in allem, weil wir sind Bewusstsein und wir müssen nur schauen, was nehmen wir von unbewusst, was ist unterbewusst, was ist Tagesbewusstsein, was ist Bewusstsein. Wir sind Bewusstsein. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Füße eingehüllt von Mutter Gaia. Wurzeln bis zur Erdenmitte. Lichtäste ragen zur Quellenähre. Und lösen auf dort schädliche, für mich schädliche Kryptonite. Alex, bitte um Reinigung. Und mein Geist darf sich nun aktivieren. Ich begrüße euch, es spricht euer Markus. Ich habe auch noch ein kleines Wörtchen dazu zu sagen, was die 5D-Welt betrifft. Ihr kommt alle mit. Manche tun sich dann vielleicht etwas schwer, wenn es nachher so weit ist, aber sie bekommen viel Hilfe. Nehmt sie an, nehmt die Hilfe an und macht alles
was euch gesagt wird, auch wenn es so komisch klingt. Tut dies. Ihr werdet Sachen sehen, die euch vielleicht sogar etwas Angst machen, weil ihr ja gelernt habt, dass es diese Dinge gar nicht geben darf. Wie zum Beispiel einen Drachen, der ja eigentlich böse ist. In Wirklichkeit ist ein Drache etwas ganz, ganz, ganz Tolles, denn er kann dir Wünsche erfüllen. Wenn du Wesen siehst, hier schon, wenn du etwas anderes, hab keine Angst. Sie zeigen dir nur, was du dann erwartest. Denn das sind alles Wesen, die auch dann drüben sind. Auch welche, die ein bisschen angsteinflößend erscheinen, weil dieses Bild sehr befremdend ist und weil du es nur so als Filmen, aus den Filmen kennst, dass es böse sein soll. In Wirklichkeit sind es gute Wesen. Es ist nicht, zum Beispiel ein Einhorn kann vielleicht böse sein, es ist es nicht, aber wenn das in deiner Welt immer so dargestellt gewesen wäre, dann würdest du Angst vor Einhörnern haben. Dadurch, dass Einhorn aber immer als schön und leuchtvoll gepriesen worden ist, hast du keine Angst davor. Du wirst sehen, es ist alles gut, so wie es ist. Wenn du Sachen siehst, auch in der Nacht, hab keine Angst und du wirst dich wundern, dass du bei manchen Anblicken, wo du jetzt denken würdest, oh, das mag ich nicht, da bekomme ich Angst, wirst du auf einmal merken, du hast gar keine Angst, nichts ist da. Es ist alles so gut, wie es ist. Jetzt ist die Phase, jetzt ist gerade diese Energie da. Seit dem letzten Neumond bis Ende Juni wirst du vieles wahrnehmen, dem du aber nicht vertraust. Vertraue, lerne zu vertrauen. Das ist jetzt ganz wichtig. Das gilt für das ganze Jahr. Doch bis Ende Juni wird sich vieles zeigen, was dir vielleicht Angst bereitet, aber nein. Hab keine Angst. Angst ist ein Programm, das dir auferlegt worden ist und das benötigt wird, um diese KI zu füttern, von der Edith vorher gesprochen hat. Aber das machen wir nicht. Und du wirst sehen, es wird dir auch keine Angst bereiten. Du hast nur jetzt den Gedanken, wenn mir jetzt jemand in der Nacht begegnet oder vor meinem Bett steht, dass du Angst haben wirst. Davor hast du Angst. Du hast Angst davor, dass du Angst haben wirst. Und glaube mir, es steht jemand da und du hast gar keine Angst. Du hast nur Angst vor der Angst. Deine Angst vor der Zukunft. Bleibe im Hier und Jetzt. Beobachte dich im Hier und Jetzt. Freue dich auf deine Erlebnisse. Freue dich auf das, was du alles sehen wirst. Und wenn du erschrickst, dann lach darüber. Beginne viel mehr zu lachen. Wenn du aber doch dann nicht bereit bist, dieses Wesen zu sehen, wenn du sagst, wenn es sich zeigt und du möchtest es nicht, dann sag, bitte geh.
ich bin nicht bereit für dich. Und dann verschwindet es sofort, weil dann dein Wille ist Gesetz. Ich wünsche dir auf diese Weise, auf diesem Wege alles Gute und schöne Erlebnisse. Bye. Okay. Ich habe auch ein bisschen Angst vor der Angst. Okay, dann lassen wir das jetzt zu, dass auch in der Nacht die Wesen kommen. Jetzt sage ich es ganz mutig, weil jetzt ist hell. Schauen wir mal, wie es in der Nacht ist. Okay, ich wünsche euch alles Gute. Noch einmal, bis bald. Tschüss.